ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement, eine gute betriebliche Gesundheitsförderung kann zu einem Aushängeschild werden, auch für den Nachwuchs. Wie vielfältig betriebliche Gesundheitsförderung eigentlich ist und was das für positive Effekte auf den Betrieb haben kann, das war mir damals gar nicht klar. Ein Betrieb oder Betriebsteil, auch im Bereich des öffentlichen Dienstes, in dem wir unterwegs sind, wenn der Erfolge erzielt im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Gesundheitsförderung dazu führt, dass sich Krankheitszeiten verändern, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen im Betrieb, spricht sich rum. Der Teamgeist im Unternehmen hat sich gestärkt, der ist verbessert worden. Dass wir jetzt am Ende als Ergebnis auch noch einen Rückgang des Krankenstandes um über 20% haben, ist natürlich ein sehr erfreulicher Nebeneffekt. Aus meiner Sicht ist das Gesundheitsmanagement hervorragend, aus einem einfachen Grunde, weil wir die Problematik der Gesundheit einfach neu aufgegriffen haben. Ich weiß, dass in den anderen Polizeien der anderen Bundesländer ebenfalls inzwischen Gesundheitsmanagement zu einem Thema geworden ist. Seit Beginn an hat die Polizei eben eine Vorreiterstellung im Gegensatz zu den anderen Länderpolizeien mit dem Gesundheitsmanagement. Und da sind wir auch, denke ich, ein kleines bisschen stolz drauf.